am Tag der Con werden hier Cosplays bearbeitet. Ja, mit einer wunderbaren Vorlage, die natürlich extra gerade noch rechtzeitig angekommen ist, weil wir bestellt haben. Aus einer Plastiktüte. Sie ist wunderbar. Genau. Hallo! Wir haben jetzt schon 1 oder so. Und ja, wir sind jetzt alle so mitten in der Vorbereitung. 20 Minuten, eine halbe Stunde können wir. Hier, ich bin heute eisig. Eisig? Bagger ist heute heiß. Und ja, bis später. So, nach einer schweren Geburt seitens unserer Itchy fahren wir jetzt los. Yay! Yay! Wir haben alle unsere Cosplays an. Auch Itchy ist fertig geworden. So, in Bonn angekommen, am Con-Gelände. Da ist immer noch eine Riesenschlange. So, wir sind da und wir sind drin und es ist 2 Uhr. Drei. Es ist 3! Es ist 3! Oha! Ja, es ist 3. Wir haben es geschafft. Ja. Und so sieht's aus. Deshalb ist hier gerade so leer, weil sie alle bei der Eröffnung. Wie viel ist hier los? Noch nicht so viel eigentlich, aber das kommt eher morgen, das meiste. Dumm, die dumm, dumm. So, wir sitzen jetzt hier rum und warten auf Itchy und Nana, die drin shoppen gegangen sind. Und danach werden Denisha und ich ein bisschen reingehen. Dumm, die dumm, wie geht's? Sexy. Wir stalken jetzt so. Ja, doch. Hi. Ja. Ja, klar. Halt mal. Da ist mal jemand gar nicht abgehoben. Bitte! Nein, das ist voll niedlich. Ja, das ist ja Japan-Tag. Ich bin Free-Hack-Jäger. Muss ich erst beruhigen. Er muss erst wieder runterkommen. Genau. So, jetzt müssen wir bei ihm. We have a little Pause. Und arbeiten an der Reportage, die ab morgen losgeht. Und wieder Pause. Pause. Irgendwie besteht so die Halbkorn aus Pause. Ja. Pause. Pause. Die Pause. Q. Mhm. Willst du was sagen? Nein. Da kommt Erzi! Aussteigen! Aufstehen! Da ist Erzi! Wir sagen dir jetzt Hallo! Wir laufen jetzt, nein. Wir laufen jetzt so ein bisschen hier rum. Wieder, mal wieder, mal wieder. Wie gefällt Ihnen die Animagic? Wunderbar bis jetzt, meine Liebe. Guten Tag. Fabulous! Wie gefällt Ihnen die Animagic? Sehr gut. Und haben Sie vor, wiederzukommen? Ja. Ja, warum? Weil es hier einfach geil ist. Das freut mich sehr. Oh, liebe!
wir sind jetzt auch für heute das letzte Mal im Bring and Buy gewesen. Der Händlerraum hat inzwischen, glaube ich, schon zugemacht. Das waren vorhin noch 10 Minuten. Jetzt begeben wir uns zu den anderen und dann schauen wir mal, ob wir schon einen Abflug machen oder noch ein bisschen auf dem Gelände bleiben oder so. Jo, auf jeden Fall geht so langsam der erste anstrengende Kontakt zu Ende. Nein. Und inzwischen ist das Gelände doch ein bisschen voller, dass wir laufen können, ohne stehen zu bleiben. Boah, wohin? Keine Ahnung, wo die sind. Das Geilste ist ja einfach, wenn du dann einfach guckst, dann kommst du gleich, oh, die Fotografie. Das ist unsere Chance. Ich muss dich kurz reinbringen, weil du unseren Becher geputzt hast. Jetzt, ich dachte gerade so, oh ja, das ist doch eine gute Chance. Ja, ich hab für mich jetzt Autogramme. Sehr schön, okay. Jetzt herum. Aber wollten die nicht, ich weiß nicht, wo die hin wollten. Also irgendwie sind die nicht auf der Wiese. Dann hoffe ich, bist du morgen auch so? Ersa. Genau. Okay, dann bist du ohne Übersetzer. Okay. Alles klar, danke schön. Leute, wo seid ihr? Aber nee, die würden doch nicht ans Auto gehen, oder? Diese Trottel, ey, du sitzt so, sag mal. Wir suchen einfach wie die Idioten. Ja, kein Wunder, dass wir nichts finden. Nö, die sind bestimmt nicht am Auto. Tschüss, Con, erster Tag. Deswegen haben wir jetzt die Kamera gesucht. Ich musste Akrobatik machen. Nom nom. Nom nom. Nom nom. Mein Essensblatt. Denishas Blatt. Cute. Sehr, sehr schön. Nala, ich glaube, da ist ein Fleck. Du aber auch. Ich glaube, sie verlassen jetzt bitte die Akademie. Viva la vie! Was? Wunderbar. Idioten. Wir geben jetzt mal unsere Fazit zu Freitag, also heute, ab. Also mein heute war sehr lang. Ja, erwähnenswert waren da so zwei Mädels, die gerade dann hinter uns in der Schlange standen. Ich glaube, die fanden uns extremst lustig. Wir waren einfach nur alle extremst müde. Ich liebe Grüße an euch, wenn ihr das seht, vielleicht irgendwann mal. Wir haben komischerweise sofort einen Parkplatz gefunden, nämlich direkt vor der Con, als wir dann angekommen waren. Das war irgendwie sehr erstaunlich. Wir haben lautstark Erzi begrüßt. Was vielleicht noch erwähnenswert wäre. Freitags so viele Gräser Masken gelaufen. So viele. Und morgen werde ich keinen einzigen treffen. Das heißt doch zwei. Also ich habe mit zweien habe ich dann doch noch Fotos gemacht. Wirst du machen. Werde ich machen. Doch. Es ist müde. Und du bist spät. Ich bin spät, genau. Gut. Wir sagen auf Wiedersehen zu Nana. Ein wildes Nie wurde entdeckt. Erzähle dein Fazit zu heute, also Freitag. 4:30 aufstehen, hinfahren, den ersten Parkplatz kriegen, das war cool. Nette Leute getroffen. Wir haben ein paar Leute getroffen, die uns kannten. Aber ansonsten war's schön. Und ich freue mich auf morgen. Hast du eine Voraussicht für morgen? Also Samstag? Was einfällt. Wir werden morgen mit Sicherheit das hier euer Stück verpassen, das ich unbedingt sehen will. Ah, okay. Gut. Scheiße. Ach, ich entlasse das nie dann mal wieder in die Wildnis. Es hat doch die Flucht gewagt und konnte fliehen. Und wir finden eine Q. Es war 4:30. Ja. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Wir sind nochmal nach Hause gefahren. Ich habe nochmal geschlafen. Ja, viel gesehen habe ich ja nicht. Ich war ja nur draußen. An sich, ja, halt Animagic. Das ist halt immer awesome und so. Ne? Das so, ja. Hast du noch eine Zukunftsvorhersage für morgen oder so? Also genau. Meine innere Eingebung sagt mir, dass wir morgen ein sehr schönes Fan-Treffen haben werden. Dass wir morgen alte Leute wiedersehen werden, auf die ich mich sehr freuen werde. Und ja. Interessant. Ja, mein Fazit. Es fehlt jetzt noch. Wir haben
super nette Leute kennengelernt und die Zeit ging echt schneller rum als gedacht. Beim Einlass war es dann aber so, dass irgendwie die Tore geöffnet haben und dann plötzlich jeder reingestürmt ist und dann Leute, die Meilen hinter uns standen, plötzlich vor uns dran kamen. Das fand ich ein bisschen dumm. Was ich auch noch blöd fand, waren die Preise an der Tageskasse. Die sind ein bisschen aufgeschlagen, 4 Euro glaube ich sogar. Wobei halt wirklich 65 Euro für ein 3-Tages-Ticket sowieso unverschämt ist, denn das ist einfach so. Das Angebot war super, fand ich toll. Also die Händler und alles war sehr, sehr viel da. Ja, dann haben wir absolut nichts vom Programm gesehen heute. Ja, blöd fand ich auch noch, dass so wenig Workshops angeboten wurden. Super cool fand ich, dass ich einfach mit meinem Elsa-Cosplay im Programm gelandet bin. Das hat mich total überrascht. Mir ist es erst gar nicht aufgefallen. Ja, aber generell fand ich sehr, sehr cool und ich freue mich auf morgen. Dann ist ja auch meine Hochzeit da. Das wird bestimmt, also es wird witzig, definitiv. Und danke Erzi für den super süßen und lieben Erdbeerkuchen, den ich dann bekommen werde. das entschuldigt deine Rede. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Sayonara! So, meine liebe Kim, ich hoffe, der Freitag hat auch dir ganz gut gefallen und du bist auch sehr gespannt, was uns alles am Samstag passiert ist. Dann klick einfach hier auf den Link. Da werdet ihr mitbekommen, was wir alles so am Samstag gemacht haben und was wir natürlich gesehen haben. Ihr werdet viel mehr von der Bühne mitkriegen diesmal. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt uns weiterhin treu und das Video hat euch gefallen und dann guckt weiter!